Cadiz. In der PK habe ich gesehen, dass du ziemlich mitgenommen warst. Also die Niederlage scheint sehr an dir zu nagen. Ja, kannst du mehr dazu sagen zu den Emotionen gerade? Ja, klar, ich bin natürlich nach so einem Spiel down, wenn man so ein Spiel, wo eigentlich 0-0 ausgehen sollte, mit so einem Fehler dann verliert, so ein Derby von so einer Kulisse, ja, ist man natürlich enttäuscht. Uns passieren Woche für Woche immer die gleichen Fehler oder immer, ich glaube, jetzt war jeder aus der Mannschaft nochmal dran und ich hoffe, wenn man das dann irgendwann mal abstellt, dass man dann auch wieder gewinnen können. Also die individuellen Fehler sind gerade das, was man am ehesten anpacken muss. Oder gibt es da noch was anderes, woran man stärker arbeiten muss? Nö, ich denke, in den Spielen davor, heute war es jetzt nicht der Fall, haben wir uns immer sehr gute Chancen erarbeitet. Ja, heute wollte man mal zu Null spielen, das ist jetzt diese Runde noch nicht gelungen. Ja. Und wenn man den Fehler da wegstreiche, geht das Spiel dann 0-0 aus. Aber ja, wir laden halt Woche für Woche den Gegner dann ein, bei uns Tore zu schießen. Ich fand aber, Nöttingen hat sich heute auch jetzt nicht groß mit Ruhm bekleckert. Also es war in meinen Augen ein relativ langweiliges Spiel, es ist nicht viel passiert. Beide Mannschaften haben nicht viel zugelassen. Ansonsten ist das vielleicht etwas, wo man auch etwas Positives rausziehen kann, dass man ansonsten nicht viel zugelassen hat? Ja, natürlich. Aber ich kann jetzt nicht dastehen und sagen, wir haben jetzt nichts zugelassen und dann ein 1-0 verloren. Das ist nicht meine Art. Ja, wir müssen da einfach mal versuchen, 90 Minuten zum Null spielen, auch wenn das Spiel dann 0-0 ausgeht und wir da nicht so viele Chancen erarbeiten. Ja, und nicht durch solche Fehler dürfen uns einfach in dieser Liga nicht passieren, dass wir uns da ständig Eigentore dann schießen. Geht gar nicht. Das war jetzt der sechste Spieltag. 4 Punkte hat man, soweit ich weiß, bis jetzt geholt. Man ist doch jetzt ein bisschen unter Druck. Wie sieht jetzt die mittelfristige Aussicht aus? Ja, klar, das stimmt. Ja, wir haben jetzt 6 Spieltage, 4 Punkte. Das ist ein bisschen zu wenig. Also ich hätte da schon gerne lieber 3-4 Punkte mehr gehabt. Wir müssen da mal versuchen, so wie wir das letzte Woche in Göppingen gemacht haben, nach dem Spiel hier zu Hause gegen TSG Balingen, da rauszukommen, wieder alle an einem Strang zu ziehen. Ja. Und dann wird uns das auch gelungen. Wir müssen einfach mal in den nächsten 3-4 Wochen Punkte sammeln, um da unten rauszukommen, weil sonst kommen ja ganz, ganz schwierige Zeiten auf uns zu. Die nächste Aufgabe wartet auf euch dann in Karlsruhe beim KSC 2. Was meinst du, was ist dort möglich? Ja gut, wir spielen dann wieder sonntags. Ich denke, die Profimannschaft wird dann samstags spielen. Zu Hause, glaube ich, das Spiel. Ich denke, die werden wiederum einen oder anderen abstellen, so wie das in der Woche davor gemacht habe. Man kann sich auch recht schlecht auf die Mannschaft einstellen. Man müsse da punkten. Egal, wer auf dem Platz da steht, müssen wir gegen KSC punkten. Adis, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.